Das große Öffnen steht bevor. Am 5. März sollen fast alle Maßnahmen wegfallen, bis auf die wirklich vulnerablen Bereiche wie etwa Krankenhäuser oder Pflegeheime. Was sagen Vorarlberger dazu? Ich höre mich hier im Messepark in Dornbirn dazu um. Heute wurde es ja bekannt gegeben von der Regierung, am 5. März fallen fast alle Maßnahmen weg. Was sagen Sie da dazu? Mir ist es eigentlich gleich. Ich hoffe, Sie machen es richtig. Eigentlich die einzige Hoffnung, die man hat, dass Sie mal etwas richtig machen. Was sagen Sie dazu, dass zum Beispiel von 2 auf 3G es wieder geht und die Maske fast überall fällt? Ich habe damit kein Problem, weil wir sind genesen und dreimal geimpft. Also, und ich hoffe auf die Vernunft von der anderen Bevölkerung, damit endlich einmal die ganze Sache aufhört, dass man wieder ein normales Leben führen kann, halt, oder? Auf was freuen Sie sich vielleicht, wenn die Maßnahmen jetzt nicht mehr so streng sind? Auf Urlaub machen vielleicht einmal wieder. Ja, sonst eigentlich, wie gesagt, haben wir nicht so viele Einschränkungen, wenn man richtig vorsorgt, oder? Ich komme ursprünglich aus der Türkei und bin geimpft. Und von dem her, was mich anbetrifft, habe ich keine Bedenken. Aber natürlich wird es für die Ungeimpften schon eine Erleichterung sein, denke ich mir mal, wenn die Lockerungen da sind, oder? Natürlich ist es nicht vorauszusehen, was im Herbst kommt. Trotz allen Lockerungen müsste man die Eigeninitiative ergreifen und trotz allem schon aufpassen, würde ich sagen. Trotzdem die Maske weiterverwenden, einfach nur als Vorsichtsmaßnahme, würde ich sagen. Gibt es was, auf das Sie sich jetzt, wo die Maßnahmen gelockert werden, besonders freuen? Ja, die Nachtgastronomie eventuell, dass man am Abend einfach mal wieder länger ausgehen kann. Ja, das ist eigentlich, ja, denke ich mal. Sonst, mich hat es eigentlich nicht so betroffen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ist eine gute Entscheidung in der Situation, wo wir sind. Ich hätte jetzt gesehen, also Masken werden jetzt langsam lästig, hätte es gesehen, aber es ist mal ein guter Schritt in die Richtung Normalität auf jeden Fall. Und ja, schauen wir, was auf uns zukommt. Im Herbst rechnet man ja mit neuen Varianten. Aber also, ich finde es allerhöchste Zeit auf jeden Fall, nach 2 Jahren vor allem. Gibt es was, auf das Sie sich vielleicht besonders freuen? Besonders? Also, dass ich auf jeden Fall nichts mehr vorweisen muss, wenn ich was erste gegangen oder so. Das auf jeden Fall. Ja. Das ist ein bisschen Blödsinn, wenn alles offen ist. Den hätten wir vorher anders tun müssen. Aber ja. Den alten Müstra. Sehen Sie es also kritisch, ob es nicht zu früh ist? Ja, genau. Ist zu früh. Langsam. Nicht jetzt Touch. Oder in der Schule überhaupt nichts mehr. Gibt es vielleicht trotzdem was, auf das Sie sich jetzt besonders freuen? Dass meine 2 Enkel mich mitgenommen haben im Messepark.